Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eglablum zu einem neuen Part, zu einem neuen Zeitlog. Heute bauen wir mal das hier auf. Ihr seht schon Lego Brick Hats. Das ist die Go Brick Me Version. Das packen wir gleich mal genauerweise aus hier und dann bauen wir es auch auf. Da kann man sich mit seiner eigenen Figur erstellen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das klappt. Werden wir gleich sehen. Ich hoffe, hier ist genug Platz geräumt worden in meinem kleinen Nirvana. Und ja, fangen wir mal gleich an. Auf geht's. Packen wir es aus, das Teil. Ich habe mir hier ein kleines Käffchen hingestellt, da das Ganze hier ein bisschen dauern wird. Ja, wird heute ein bisschen längeres Video, ist ein größeres Projekt, kann ich mal zwischendurch mal ein bisschen Käffchen genießen. So, hier packen wir es aus. Ich hoffe, man kann es gut sehen in der Kamera. Hier wird die Sache eingedellt, wo die Ausstanzungen sind. So, und schon wird das Teil hier angeboxt. Ein Unboxing und Aufbauvideo. Joa, da haben wir es schon. Das Lego-Set. Ich schütze mal hier aus. Noch sind die Türen zu. Und hinterfallen kann heute auch nicht so viel, weil da steht ja was im Weg. So, dann stelle ich die Box mal hier runter. Die sieht man jetzt nicht mehr, aber die ist ja auch nicht so wichtig. Nicht ganz so wichtig wie das Lego-Set. Hier haben wir eine Anleitung. Eine wunderhübsche Anleitung von Brick Hats. Ja, die schauen wir uns gleich mal an. Aha, okay. Ah, da sind Anleitungen für die verschiedenen Typen, die man machen kann. Gucken wir gleich mal rein. Da haben wir hier Sticker. Kann man bestimmt auch irgendwo noch aufkleben. Ja, denkt man mal so bei Stickern, dass man die irgendwo aufkleben kann. Auf T-Shirts oder andere Sachen. Hier haben wir einen Beutel mit orangenen Teilen. Ist das erste Mal, dass ich bei Lego gesehen habe, dass die Steine nach Farben sortiert sind. Ist normalerweise eigentlich nicht so. Die braunen Steine. Ja, die können wir für meinen Charakter bestimmt mal benutzen. Für die Haare, aber auch für die Klamotten. Und da haben wir bunte Steine, die einmal gemischt. Und da haben wir das hier. Dann packen wir die jetzt erst aus und legen alle anderen mal hier runter. Weil so viel Platz haben wir dann auch nicht. Packen wir Tüte Nummer 1 aus. So, schaut mal hinein. So, das ist Tüte 1. Mal gucken mal, was die Anleitung will. Tüte 1 öffnen und das Weiße hier bauen. Ich glaube, wir bauen uns erstmal wirklich den Typen aus der ersten Box aus. Da haben wir den weißen Kopf hier. Wir können dann mit unserem Charakter anfangen. Den Zwergcharakter. So, hier haben wir die Grundplatte weiß. Das schaut so aus, als wäre das die hier. Ich schütze mal vorsichtig aus. Ist schon mal ein ganz schönes Malheur passiert hier. Mit dem blauen Ritter, den ich nie wieder gefunden habe, von dem Minotaurus Spielset. Das will man nicht normal. So, da wird das erste drauf gesetzt. Und wir bauen es langsam aber sicher auf. Hier brauchen wir die Kleinteile. So, Nummer 1 und
Wo ist Nummer 2? Hier ist Nummer 2. Da haben wir schon mal den Grundsteinsockel gelegt. So. Damit wir den eckigen Sockel hier von den Beinen, von dem Körper, Unterkörper fertig kriegen. Die Beine kommen dann später erst dazu. Dann muss ich mich korrigieren. So, zack. Das kommt darauf. Das kommt darauf. Ist bei der Grundform noch gar nicht so schwer. Es wird nachher erst schwer, wenn wir dann ein bisschen kreativ sein müssen und unseren eigenen bauen. Da gibt es zwei Ideen, wie man das machen kann. Vorschläge, wie man Hosen, Arme und Köpfe bauen kann, aber grundsätzlich muss man da schon dann kreativer werden. Aber ich glaube, das dürfte für mich kein Problem sein. Ich schätze mich als relativ kreative Person ein. So, die erste Seite haben wir schon. Können wir mal umblättern hier, umdrehen. Dann geht es hier weiter mit dem Sockel. So, nächstes Steinchen liegt dort hinten. Das kommt hier vorne hin. Zack, da haben wir hier schon ein Quadrat. Quadratisch, praktisch gut. Brickheads. Nein, Rittersport. Dieser Typ hier, der bildet quasi dann so die Rohform von Brickheads, halt der nicht gestaltete Typ. Hier haben wir ja schon mal einen gestaltet, den Salazar aus Fluch der Karibik 5. Der steht bei mir hier auf dem Schrank. Und das wird halt hier so die Rohform. Aber ihr werdet es ja gleich sehen, wenn es fertig ist. Und so und so und so, so kennen wir das Brickheads. Und dann die Augen, die sind so. Und so, da haben wir ihn fast schon fertig, den kleinen weißen Typ. Schräge Teil dran. Das, was ein Ohr simulieren soll. Nice. Einmal umblättern. Und auf der anderen Seite genau dasselbe nochmal. Die weiße Platte dran und das Ohr, das kommt so hier, oder? Ja. Nee, nicht. Das muss anders, das muss so, damit er was hören kann. So und so. Sieht doch schon ganz duft aus. Zack, hier die Rückkante des Typen liegt jetzt hier an den Hinterkopf gebatzt. So, und da ist er fast schon fertig. Fehlen nur noch ein paar Beinchen. Stellen wir ihn mal auf den Kopf. Hier noch hin. Und da ein Beinchen. Zack. Und da ein Beinchen. Zack. Und die Grundplatte, die sieht dann so aus. Zack. Und die zack. Und zack. Und dann kommt der hier so drauf. Und da steht da der Peter. So, dann haben wir den ersten fertig. Dann haben wir den
Karl-Typ hier fertig gemacht. Da ist er. Der Blanko-Typ. Schaut ihn euch an. Und da mal die Grundform. Können wir hier einmal hinstellen. Ich erlaube mir mal ein kleines Stückchen von meinem Käffchen. Und weiter geht's. Da haben wir hier einiges. Ich glaube, wir bauen erstmal hier die Sachen zusammen. Das sind die Kleinteile, die wir später noch für den Charakter brauchen. Surfbrett, Pokal, Rockgitarre, Kaffeebecher. Ja, unbedingt. Auf was war das, was nicht runterfegen? Zauberstäbchen. Mikro, Fotokamera und da haben wir noch ein extra Teil, hier haben wir noch Koffer und zack, scheint eine Art Buch zu sein. Jo, ein Zauberstab und ein extra Auge, es kommt zurück in das Tütchen. Mit dem. So, da haben wir hier im Angebot grün, grün-orange, gelb gestreiftes Oberteil. Hier, ich zeig's mal in die Kamera. Habe ich gerade schlecht gemacht, jetzt ist da ein bisschen Schatten, aber ihr seht's. Da haben wir das Teil hier. Das Oberteil hätten wir im Angebot. Und das Oberteil und das. Das ja, das ist so die Auswahl. Kann man machen. Kann man aber auch in anderen Farben, glaube ich, versuchen. Ja, das ist so die Auswahl. Kann man machen. Kann man, glaube ich, auch in anderen Farben versuchen. Ja, okay, okay. Damit kann man bauen. Das ist der grüne Körper. Ich glaube, ich fange hier mit Orangenen an. Mit Braun. Farbenblind wieder. Ich hoffe, das reicht von der Farbe her. Wenn nicht, müssen wir neu anfangen. Aktivität lässt das Spiel hier zu. Das Lego-Set ist nur mit anderen Farben laut. Dürfte eigentlich gehen. So. Das ist ein klein wenig enttäuschend. Also so ganz hundertprozentig kreativ kann man dann doch nicht sein, wie es ausschaut. Dann muss ich mich mit der Farbe Rot hier begnügen. Vielleicht können wir bei den Haaren ein bisschen freier sein. Mal schauen, Anleitung da so bietet. Okay, jetzt brauchen wir davon. Warte, vielleicht wenn wir die Sache nehmen, vielleicht können wir damit auch. Ne, können wir nicht, weil wir dafür diesen roten Stein brauchen. Ah, ich habe überlegt, ob wir damit den braunen da was machen können. Aber da braucht es hinterrücks eine braune Geschichte. Eine rote. So. Drauf oder vielleicht können wir hier schon. Das ist hier schon die schwarze erste Schicht. Vielleicht können wir hier mal mit Braun ein bisschen tricksen. Mal ein bisschen Braun nehmen. Damit nicht andererseits fehlt. Das wäre schade. Das wäre natürlich mal wieder schön. Von Lego, dass man wieder sagt, nein, du musst schon eines von diesen abgebildeten Figuren bauen. Du kannst hier nicht der Meisterbauer werden. Du kannst hier nicht wie in The Lego Movie hier drei Sachen bauen. Du musst schon nach Anleitung Sachen bauen. Du kannst da nicht die Farbe ändern, einfach so. Dann würde ich dem Ganzen schon zutrauen. Hier ist alles super. Von wegen.
Ein bisschen braun auf rot wird doch wohl noch gehen dürfen. Das ist zwar eine miserable Farbauswahl vielleicht für manche Leute. Da finden einige Leute das vielleicht nicht so hübsch, aber... Hallo, ich soll ja meine eigene Figur hier mal kreieren. Da darf ich doch hier wohl mal in der Farbe ein bisschen variieren, oder? Und das... ein bisschen mixen hier. Guck mal, das sieht doch nach mir aus. Das ist doch rot, braun, orange. So knall und bunt bin ich doch. Das ist doch Zwergi. Zwei braune Teile bräuchte ich dann hier noch. Für die Seite hier. Zack. Wenn dann später bei den Haaren nicht enttäuscht, dass mir hier ein paar Sachen fehlen. Und das geht jetzt klar. Wir wollen hier mal ein bisschen ausreizen. Wir wollen hier nicht eine Anleitung bauen, sondern ein bisschen die Farbe ändern. So ist es ja auch vorgesehen. Oder? Die Teile hin. Ich hatte eigentlich gedacht, dass mein... eine Kamerabatterie ein bisschen länger hält. Kameraakku natürlich. Aber die geht jetzt schon langsam aus. Muss ich hier mal gucken, dass meine Kamera mir hier nicht wegschneidet. Durch das Ausgehen. So, das sieht doch schon. Das sieht doch schon ganz akzeptabel aus. Hier unten. Ein bisschen rot. Und ein bisschen braun. Ein bisschen orange. Muss mal kurz gucken, ob die Kamera nicht versagt. So, zack. Dann haben wir hier das Ärmchen. Das zweite Ärmchen. So. Kommt dann hier so eine Grauplatte, falls ich die finde, ja, hier ist die Grauplatte, into the middle und ein paar Beinchen drunter. Ah, da brauche ich von euch noch welche. Oh wei, ist ein Teil in die Menge gefallen, solange es nicht runterfällt. So grau, grau, grau. Grau. Halt eine graue Hose noch drunter. Naja. Kann man das vielleicht auch irgendwie noch hier die braune Sache drauf. Ich werde es bestimmt später bereuen, wenn ich da an den Haaren arbeite. Dass ich so viel Braun verschwendet habe, aber gut. Zack. Das darf ja wohl noch sein, dass hier ein bisschen anders was mache. Zack, und die Schuhe dann auch noch. Dann nehmen wir was Schwarzes dazu. So. Dann haben wir hier schon die kunterbunten Unterkörper. Ja. Nice. Das sieht doch nach Hipster-Zwergi aus. Auf jeden. Ich glaube, ich versuche mal die auf Seite 32. Dann nicht ganz richtig aus, aber ja, wir können uns ja vorstellen, und das ist richtig ist. Vielleicht kriegen wir das noch mit die richtige Farbe. Müssen wir ein bisschen umdenken, aber das kriegen wir schon hin. So. So, jetzt versuchen wir mal das Gesicht und die Haare hinzukriegen. Denke, das wird gehen, wenn wir nicht schon die Farben von dem Braun verbraucht haben.
Das Set brauchen wir jetzt. So. Und die Haarfarbe darunter. Die da wäre braun. Into the middle. So. Das käme dann hier hin. Und dahin, da man hier schon die erste Locke vorne dran. Ich hoffe, ich habe das zweite Augenteil nicht verloren. Jetzt haben wir ja noch Ersatzaugen. Ein Glasauge für Zwergi. Jetzt räume ich den Schrank weg und dann gucke ich da so ein Lego-Auge an. Ich sehe dich! Ganz genau. Und er kriegt schon ein Gesicht. Na superb. Was denn doch geht. Licht, Ton, Kamera und bitte. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen was gebaut. Ich weiß nicht, wie weit die Kamera das aufgezeichnet hat, bevor sie ausgegangen ist. So weit sind wir jetzt hier schon. Ich zeige es mal ein bisschen. Falls das im Schnitt nicht korrigiert werden konnte. So haben wir es. Ja, die ist ausgegangen, die Kamera. Na dann, weiter geht's. So, ich habe offscreen mal ein bisschen rumgefuchtelt. Hab mal versucht, eine Version zu finden, der Kleine hier einen Bart kriegen kann. Einen kleinen Kingbart, aber ich habe jetzt so wirklich nichts gefunden. Schade eigentlich. So. Und dann kommt der Bogen hier drüber. Zack. Und zack. Einen braunen Bogen hier hinten drüber. Zack. Den hier brauchen wir. Oder auch nicht. Okay. Und dahin, einer geht hier hin, zack, und einen kleinen Einer hätte ich noch, der kommt hier drauf. Noch ein Teil. So hier. So hier. So. So. Und
So, das sieht doch schon schön aus. So, weil von den Kumpels hier wahrscheinlich hier hin. Ich vermute es mal. Da habe ich es. Da gehört sowas hin. Ja, nice. Und mach's nicht ganz so, wie es in der Beschreibung ist, aber so ähnlich. Ein bisschen was geschummelt wieder. Da müssen wir dem Lieben mal sein Gesicht abnehmen. Das sieht jetzt ein bisschen gruselig aus. Und dann habe ich hier ein kleines provisorisches Bärtchen. Ein kleines Zwergenbärtchen. Ein bisschen vor, aber habe jetzt so ein bisschen vorstehendes Kind, so. So, dann können wir vielleicht das hier noch ein bisschen ändern. Nee. So, damit wir dem gleich noch eine schöne Brille aufsetzen können. Das ist nämlich Platz in der Mitte. Ei, das passt hier ja nicht. Dann müssen wir hier improvisieren hoch 3. Naja, passt irgendwie dann schon. Dann haben wir ja wohl irgendwie was hingekriegt. Dann kriegt der hier noch was in der Hand, kriegt der hier noch ein Fotoapparat. So. Ja, mit viel Fantasie kann man vielleicht irgendwie sagen, das ist der Zwergi. Mit sehr viel Fantasie. Aber ja. Lasst es mal gelten. Hat einen Bart, hat einen kleinen Kinnbart, hat eine Brille, hat zerwuselt Haare. Passt schon irgendwie. Ja. So, hier ein bisschen noch ergänzt, noch ein bisschen was gemogelt. Ja, mit Mogeln und Schummeln kann man sich da halt irgendwie was zusammenbauen und ein bisschen von dem abweichen, was Lego eigentlich vorgesehen hat. Es entsteht was, ja, Akzeptables. Mal eine 2,5 Note dafür, also eine 2 minus. Es ist ja im Ansatz schon okay. Wenn man es dazu sagt, kann man es erkennen. Also, wenn man sagt, das ist Zwergi, dann vielleicht. Ach, was soll es. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt. Und hier räume ich nachher mal auf, wenn die Kamera aus ist, und räume das wieder zusammen. Und dann haben die Lieben hier einen leeren Platz auf meinem Regal. Da könnte man vielleicht noch einen Untersetzer hier bauen. Unterdingens liegen das gleich. Hier noch eins vorne dran. Und da einen solchen.
Und hier muss hinten noch irgendwo ein solcher. Und drauf da und passt doch, geht doch, in Ordnung. Haut da rein. Ciao, ciao. Everything is awesome.